Servus, lieber Kane, insgesamt herzlich willkommen zurück zum vorletzten Part von Let's Play Pflanzen vs. Zombies. Wir haben jetzt nur noch eine Sache im Überleben vor uns, bevor wir jetzt an den Hauptmod gehen. So, gleich mal vorne ab. Ich habe die Zentpflanzen, die verkauft, die wir hier hatten. Und das Einzige, was ich bekommen habe, ich habe zwischendrin ein bisschen Geld gefarmt, um uns den Imitator kaufen zu können, Freunde. Ja, das ist richtig. Den Imitator, weil da kann man im selben Level zwei Exemplare derselben Pflanze benutzen. Das heißt, im Prinzip waren zweimal dasselbe. Kann man sich schon aussuchen, was. Und dann kann man dann zweimal, das heißt, wenn es andere auflädt, den anderen dann ansetzen. Das ist eine richtig geile Sache. Eine Sache habe ich allerdings noch zu sagen. Wir werden jetzt den Überlebensmodus im Dach schwer hinter uns bringen. Und sobald wir das geschafft haben, werde ich wahrscheinlich danach endlos überleben spielen. Nur um uns die restlichen Sachen jetzt noch zu holen, damit ich die euch noch im nächsten Part zeigen kann, bevor wir an den alles entscheidenden endlos überleben Modus gehen. Weil im endlos überleben kann man das meiste nämlich an Geld rausholen und pflanzen und dann kann ich euch danach nochmal alles zeigen in dem Spiel und dann passt das, denke ich mal. Und trotzdem werde ich aber überleben endlos nochmal einen gesonderten Part machen, das ist sicher. Also nicht wundern, wenn ihr im nächsten Part dann seht, endlos, längste Serie, bla 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 bla. Ich meine, kennt ihr ja von mir. So, fangen wir mal an, ohne großartig hier rumzuschwallen. Auf geht's. Das letzte Gefecht auf dem Dach. So, wichtig ist, wir brauchen auf alle Fälle Sonnenblumen. Das ist klar, wir brauchen aber auch Cornapulte und Blumentöpfe. Ich lasse jetzt mal bewusst die Cola-Pulte weg, weil ich will Wintermelonen nämlich auch setzen. Und was wir noch brauchen, ist auf alle Fälle unser... Momentan brauchen wir es nicht. Unser... ja, was können wir denn da nehmen? Eigentlich eine gute Frage jetzt. Ich brauche auf jeden Fall hier Magnetpilze, das ist sicher. Nehmen wir unser Goldmagnet noch rein. Und Stinkmorscheln sind uninteressant im Moment. Nehmen wir mal noch unseren Matschkürbis. Unseren Gumbat, wie ein Freund von mir so schön sagt. Oder wir können den Imitator zum Beispiel nehmen. Also nur, dass ihr das seht, da können wir hier aussuchen. Also das ist der Imitator, mehr ist es nicht. Zum Beispiel so. Da könnten wir jetzt zum Beispiel hier was rausnehmen. Da könnten wir das Schönblatt nochmal reinsetzen. So, okay. Achso, mir fehlt noch eine Pflanze hier. Gut. Matschkürbis. So, und damit würde ich sagen, starten wir das letzte Gefecht auf dem Dach. Mit einer Sonnenblume. Mit was denn sonst? Von allen Level muss ich sagen, ist das am Dach gefällt mir die Musik am besten. Und die tanzen schön im Takt, die Sonnenblumen. So, perfekt. Da wartet schon unser guter Freund der Alfred oder der Gustav oder was weiß ich, wie wir den nennen. Das ist mir auch gerade egal. Auf das Frischfleisch. So. Und jetzt können wir natürlich hier schön Pflanzen klatschen, was das Zeug hält. Hm. Klatsch. So, dann können wir jetzt hier schon mal anfangen, unsere Cornapulte zu setzen, weil die Cornapulte mit ihren Fähigkeiten natürlich das Nonplusultra sind. Und in der zweiten Reihe würde ich jetzt ganz gerne mal anfangen, hier Dings zu setzen. Genau. Aber da warte ich erstmal, bis der nächste kommt. Der kommt da unten. Nice. Schön abhaken. Immer schön abfangen, Freunde. A und O. Weil ich würde die Wintermelonen nämlich ganz gerne in die hinteren Reihe setzen. Hat auch einen speziellen Grund. Und das werden wir auch mit unseren Doppelsonnenblumen. Das werde ich euch schon zeigen. So, Blumentöpfe braucht das Land. Beziehungsweise das Dach. Da kommt schon der nächste. Und da kommt noch eine, das ist schlecht. Okay. Aber das ist jetzt kein Thema. Nichts, was unser heiliger Matschkürbis nicht regeln könnte. Zack. Der guckt immer so geil. Ich mag den einfach. Ich weiß nicht, ich mag den Matschkürbis. Ach, der sieht immer so aus wie ich, wenn ich morgens aufstehe, um auf die Arbeit zu gehen. Genau so einen Blick habe ich auch immer drauf. Denke ich mir geil. So, wunderbar. Wir brauchen natürlich viele Sonnen und wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Schwierigkeitsgrad schwer auf Überleben, ne? Boah, klatsch. So, perfekt. Zweite Reihe Sonnenblumen.
Und da kriegt der Zombie voll die Butter in die Fresse rein. Ja, die Cola, die Connor-Pulte sind die beste Wahl, was sowas angeht. Also ich glaube, da geben mir die meisten sogar recht. Mit ihrer Butter sind die einfach unsterblich. Wahnsinn einfach. Wenn er ein paar von denen gesetzt hat, kommt da kaum ein Zombie noch durch. So, perfekt. Ich frage mich schon, wie die Pylonen da halten auf den Rüben von denen, gell? Aber gut. So. Fangen wir mal an, hier schon mal Melonen zu setzen. Aber schon mal eine Wintermelone. Hehe. Hilft auch schon enorm. Bam 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 bam. Ich komme jetzt so blöde Bungee-Zombies, aber die kommen ja, glaube ich, noch gar nicht gerade. So, perfekt. Und zack, friss die Melone des Todes! So, perfekt. Die nächste Wintermelone können wir dann auch gleich setzen. Aber ich sehe schon, der Eimer-Zombie. Der ist natürlich ein Geselle, den brauche ich nicht unbedingt gerade. So, perfekt. Und die nächste Melone. So, damit haben wir schon mal zwei Reihen abgedeckt. Das heißt, wenn in der Reihe ein Zombie kommt, ist die ganze Reihe betroffen. Das ist nice. Jetzt brauche ich ja nur noch ein paar mehr Sonnen. Und ein paar mehr Butter, ein bisschen mehr Butter. Läuft ja wie geschmiert. So. Ihr wollt doppelt Sonnenblumen reinstehen, auch sehr gut. Perfekt. Badadadadam, dadadidadidadam, badadam, dadadam, dadadidadadam. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch die restlichen hinteren Reihen mit Melone zu voll kriegen. Da haben wir schon mal einen Riesenteil abgedeckt. So, da können wir jetzt eigentlich schon mal Magnetpilz setzen, genau. Damit die Eimer-Zombies ein bisschen mehr Probleme kriegen. Weil die nerven mich ein bisschen. Und die nächste Wintermelone. Nice! Find ich toll! So. Genau, da vorne brauche ich auf jeden Fall mehr Magnete. So, wunderbar. Aber sieht schon mal recht gut aus. Kann ich mich nicht beschweren. Da kommen zwei Sonnen noch. Jawohl, Doppelsonnenblume, du bist mein Held der Stunde. So, und zack, friss das. Klatsch. Ups, da. Bin ich versehentlich aufs Menü gekommen, auch nicht schlecht. So, und jetzt nochmal zweimal. Perfekt. Eine Melone fehlt noch. Fuck. Perfekt. Na komm, nochmal, jawoll. So, Melonen sind schon mal abgedichtet, das ist nice. Jetzt brauche ich hier oben noch einen Pilz, damit das Ganze gut funktioniert.
Wunderbar. Oh, sieht schon mal ganz gut aus für die erste Runde, ne? Würde ich mal behaupten. Passt. Soweit. Okay. Was haben wir als nächstes? Football-Zombie. Dafür aber keine Eimer-Zombie. Das ist gut, weil wir ja mit unseren... Ja. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Weil wir... Oh, ich brauche noch eine Wintermelone. Weil wir ja mit unseren Dings da gut dabei sind. So. Das brauche ich. Dann brauche ich auf jeden Fall Schimpflette. Die nehme ich jetzt schon mal mit. Obwohl, die können wir nächste Runde noch machen. Kürbisse, ganz wichtig. Kürbisse sind sehr wichtig gerade. Jalapeno nehmen wir mal mit, falls was ist. Und, Stinkmorscheln setze ich jetzt mal. Die setze ich neben unsere Pilze, damit die gut gesichert sind. Und... ich glaube, Knoblauch wäre vielleicht gar nicht so schlecht vor unseren Dings. Also ich will jetzt nicht die Strategie fahren, wo ich beim letzten Mal voll eingegangen damit. Da bin ich das letzte Mal ja voll verreckt dabei, aber passt schon. Und jetzt testen wir mal unseren Imitator aus. Der kann nämlich unseren Kürbis ersetzen. Genau. Da werdet ihr mal sehen, was der Imitator eigentlich macht. So, perfekt. So. Ich muss später raus nur Acht geben, dass die nicht unsere Dings zerfräsen, ne? Das muss ich immer im Hinterkopf behalten. So, Achtung! Jetzt seht ihr das mal. Das ist unser Imitator, oder? Klatsch. Und da denselben Effekt wie die Pflanzen, die wir einsetzen. Also, das ist eine geile Sache. Also, den könnten wir auf den Jalapeno nehmen, der geht auch genauso in die Luft. Das ist echt genial. Und wir haben den Vorteil, wir können den mehrmals einsetzen, zusammen mit unseren normalen Sachen, ne? So. Da setzen wir Knoblauch hin. Das ist perfekt. Da rennen die nämlich genau in unsere Stinkmorscheln rein. So, die Wintermelonen sitzen. Sehr gut. Das heißt, du kommst da vorne hin. Und unser Goldmagnet sammelt schön die Kohle ein. Das ist nice. Zack, jawohl. Das gibt eine Todesfalle, ey. Schwör ich euch. Jetzt muss ich schon gucken, dass wir da vorne jetzt noch unseren einen Knoblauch hinsetzen. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, was die gerade fressen wollten, aber es hat sich nicht gut angehört. So. Da einen schönen Imitator noch hingefeuert. Nein! Nein, Johnny, tu das nicht! SpongeBob, geil. Zack. Ja, das ist ja schön, das offene Messerlaufen dabei. Das finde ich gut. So, jetzt brauchst du noch da oben noch einen Knoblauch. Sehr gut. So. Ich denke mal, meine Strategie ist ein bisschen ersichtlich, oder? Hoffe ich. Zumindest versuche ich es ein bisschen transparent zu gestalten. Klappt zwar nicht immer, aber in den meisten Fällen. So, perfekt. Die kommen da oben gar nicht mehr weit. Saugeil. So, perfekt. Gut, damit ist das ganze Ding schon mal so gut wie geregelt fast. Mit dem Wintermelonen, da sind die einfach nur am Krepieren, das ist absolut der Knalle.
In der nächsten Runde sollten wir gucken, dass wir die Schwimmplatte einsetzen. So, Vorderreihe gesichert. Sehr gut. Ich hoffe jetzt nur... Ja, das war so klar. Verdammt. Genau deswegen müssen wir gucken, dass wir unsere Sachen gut wie möglich sichern. So, jetzt kommt die Reihe dran. Bam! Geil, einfach nur. Ach, ist das schön, ey. Ich liebe das, wenn Zombies aufs Maul kriegen. So. Oh, oh, shit, Alter. Okay, ich glaube, jetzt brauchen wir die Schwimmplatte doch früher als erwartet. So. Das heißt, ein paar Sonnenblumen, wenn hier wegkommen, zwei, dann ist schon mal die Reihen schon mal gut gesichert da hinten. Hinten ist wichtig. Hinten ist extremst wichtig. Wichtiger wie vorne. So. Dann brauchen wir wieder auf jeden Fall unser Cornapult, dass wir da mal weiterkommen. Knoblauch nehmen wir mal mit, falls sie gefressen werden. Sehe ich aber keine Probleme drin. Blumentöpfe natürlich, das ist sehr wichtig. So, und dann der Imitator wieder mit der, mit dem Kürbis. Der Imitator-Kürbis, geil. Brauchen wir nicht mal Hochwalnüsse, weil die würden sogar hindern. So, sind wir eigentlich gut aufgestellt. Nehmen wir noch schnell der Panier mit und unser Matschkürbis. Und wir feuern noch unsere... Sternfrüchte brauchen wir eigentlich gar nicht. Ach komm, wir nehmen sie trotzdem mal mit. Kann ja nicht schaden. Und unsere Melona-Pult nehmen wir auch mal mit rein, falls was sein sollte. Was ich aber nicht glaube. Dass wir wenigstens die hintere Reihe wieder sichern können. So, jetzt wichtig das Schirmblatt. Das tut mir zwar jetzt im Herzen weh, aber zwei unserer Doppelsonnenblumen sind dann raus. Perfekt. Das ist die eine. Ups. Und dann die andere. Weil sonst hämmert der nämlich die ganze Zeit mit seinen Scheißbällen da hinten rein und das tut richtig weh. So, in der Zeit können wir uns mal darum kümmern, dass wir hier noch ein bisschen uns absichern. Desto mehr von unseren Pflanzen Kürbisse haben und desto besser läuft's. Perfekt. Und die Kohle vermehrt sich bis zum Abwinken, Alter. Ich liebe das einfach nur. Wo wir schon gerade bei sind, Leute, was ist eigentlich eure Lieblingspflanze? Ein bisschen quatschen muss ich ja auch ein bisschen mit euch. Wenn wir nur über das Spiel reden, ist es ja langweilig. Welche ist eure Lieblingspflanze? Also meine persönliche ist der Matschkürbis, den finde ich einfach nur total geil. Weil er mich einfach an mich erinnert. Und vor allen Dingen, was ist euer Lieblingszombie? Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich selbst nicht so genau weiß, welchen ich persönlich als Lieblingszombie einordnen würde. Wen ich total hasse, jedenfalls von den Zombies, das ist der Zomboni, das ist klar. Aber müsste ich mich entscheiden, was mein Lieblingszombie ist? Boah, das ist sehr schwierig. Boah, was könnten wir da nehmen zum Beispiel? Gar nicht so einfach eigentlich. Würde ich wahrscheinlich sogar den Ballonzombie einfach nehmen, weil das total bescheuert ist. Das ist, ist ja, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, da werde ich mir im nächsten Part mal Gedanken machen, was mein Lieblingszombie ist, weil da werden wir sie alle sehen, auf alle Fälle. Und da werden wir auch den mächtigen Giga-Gargantua auch zu sehen bekommen. Oh nein, 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 nein. Lass es gut sein. Du sprengst mir nichts weg. Sehr gut. Aber wobei, der Springteufel-Zombie, der ist auch ganz lustig. Also ich habe keinen speziellen Zombie, den ich mag. Aber hassen tue ich auf alle Fälle den Zomboni. Ich hasse diesen Bastard wie die Pest. Ungelogen, ey. Das ist einfach so ein richtiges... Okay, ich schreck mich wieder auf. Weil den werdet ihr mit dem Lebensmodus in der nächsten Runde auch noch richtig genau kennenlernen. Da wird er nämlich richtig hart. So. Meine absolute Hasspflanze. Welche Pflanze ihr schleien könnt, bin ich auch mal gespannt. Schreibt das mal ruhig alles mal in die Kommentare, weil das interessiert mich immer. Weil ich finde es immer interessant, welche Vorlieben die Leute haben. Und ich bin da keiner, wo da irgendwie sagt, ja warum oder bist du bekloppt? Weil ich habe ja auch meine Vorlieben, wo manche andere ja nicht abhaben können, wo ich mir denke, okay. Aber akzeptiere ich. Ist halt so. Klar, jeder hat seine eigene Meinung. So, perfekt.
Ich glaube, die Runde haben wir schon so gut wie durchgestanden. Ey, das überleben die nie mehr. Hasspflanze. Also eigentlich mag ich den Knoblauch nicht, aber so im Nachhinein, wenn ich den so zwischendrin einsetze, ist der gar nicht schlecht. Aber ich denke mal trotzdem, weil das ist der Knoblauch sein wird. Denke ich mal. So. Perfekt. Und die nächste Sicherung. Auf geht's. Alter, wenn ich dieses Geräusch schon wahrnehme von diesen Springteufel-Zombie, kriege ich immer Vietnam-Flashbacks. Habe ich PTSD oder wie das heißt, posttraumatische Belastungsstörung, jedes Mal. Weil ich immer rechne, dass die mir irgendwas in die Luft jagen, die Schweine. So, perfekt. Ah ne, mein absoluter Hass-Zombie ist der Bungee-Zombie. Neben dem Zomboni. Das sind die zwei größten Arschlöcher im ganzen Spiel. Also das ist schon mal sicher. Das ist ganz klar bei mir. So. Ist mir nämlich gerade eben so spontan eingefallen, dass es die auch noch gibt. Ich glaube, wir haben die perfekte Verteidigung fürs Dach gefunden. Kann das sein? Irgendwie? Ich meine, Knoblauche leben ja immer noch. Das ist ja schon kurz zum Jubeln eigentlich. Alter, so viele Katapult-Zombies. Haha, jetzt macht sich die Verteidigung bezahlt, Freunde. Perfekt. Es gibt ja noch einen Zombie, den haben wir noch nicht gefunden, Leute, gell? Also, es gibt noch einen Yeti-Zombie. Also, ich wollte es mal gesagt haben, gell? Weil den haben wir noch nicht gesehen und den werden wir auch noch sehen. Theoretisch könnte man den Story-Modus im zweiten Mal... Oh, scheiße, wenn man vom Teufel spricht, ey. Ah, na super, Ballon-Zombies. Boah. Das tut mir jetzt richtig weh. Das wird mir auch richtig weh tun. Boah, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Ballonzombie auf dem Dach ist das Bekloppteste, was man kriegen kann. Ich muss Kakteen setzen, aber ich weiß ja nicht mal wo und wie. Und das Schlimme ist, ich kann die Kakteen... Boah, Alter, hier, eben blinken sie mich. Okay. Das ist jetzt nicht schön, diese Kombi, wo der gerade ist. Und das auch noch auf dem Dach. Wir nehmen das W-Platt mit. Auf alle Fälle. Ob das allerdings reicht, das werden wir sehen. Ich nehme vor, ich habe noch die Kakteen mit, falls es wirklich eng wird. Ein Cornerpult, falls wir es ersetzen können. Dann brauchen wir auf alle Fälle unseren Jalapeno und unseren Matschkürbis, das ist sicher. Kürbis, Imitator-Kürbis. Ganz wichtig. Und schön platt brauchen wir keins. Das Knoblauch nehmen wir noch mit. Oh, und jetzt so ein Boni, der schlägt mir jetzt schon auf den Magen, aber wie? Oh, fuck. Und ich kann kein Stachelkraut dagegen nehmen, weil ich das Stachelkraut gerade einpflanzen kann. Shit. Leute, steht mir bei. Das wird jetzt übel. Ich nehme die Kirschbombe noch mit. Wenn, dann jagen wir sie in die Luft, aber volle Kanne. So, perfekt. Solange die noch nicht kommen, bin ich zufrieden. Das Blöde ist, die Zombonis, die klatschen halt alles platt, ey. Die machen halt wirklich alles fertig und das ist das Schlimme da dran. So. Mir ist aufgefallen, dass ich unserem Goldpilz immer die Kohle abnehme. Auch geil. Aber gut, es sieht alles gut aus. Also bevor es jetzt wieder heißt, ich würde irgendwelche Schwarzmalerei machen. Irgendwie wieder einfach nur negativ denken. Was ich ja traurigerweise auch mache, das weiß ich auch. Ich fieber halt extremst mit ins Spielen. Also, falls ihr noch nicht gemerkt habt, ich bin da immer mit voll dabei. Komischerweise. Und es regt mich auch dann auf, wenn es mich aufregt. Logischerweise, ne? ja, logischerweise. Ja, ich wiederhole mich, ich weiß. So, perfekt. Oh nein, unser Knoblauch.
So, die hintere Reihe jetzt noch sichern. Und dann Feuer frei. Alles oder nichts, Leute. Alles oder nichts gegen Ballonzombies. Ja, also wie gesagt, das ist bei mir so eine Krankheit. Ich fieber da immer mit beim Zocken, also, falls ihr es nicht gemerkt habt. Das heißt, wenn es langweilig ist, das Spiel, dann ist mir auch langweilig. Und wenn es aufregend wird, ey, dann wird es auch aufregend. Und wenn ich mich aufrege, dann rege ich mich halt auf. Das ist, ich bin da so wirklich so mit vollem Herz dabei bei den meisten Sachen. Also selten, dass ich mal wirklich mal einfach mal da denke, okay. Auch wenn es manchmal den Anschein nicht so hat. Nein, guck doch mal da, unser mittlere. Das geht ja mal gar nicht. Ein Soldat flennt nicht. So. Ja, wir schlagen uns trotzdem aber gut. Also ich sehe da jetzt auch kein Problem darin, irgendwie zu krepieren. Wichtig ist jetzt nur halt, wie gesagt. Da kommen sie. Na, machst du Blatt? Oh, fuck, das war mir so klar. Ja, die Ballonzombies sind aber das größere Übel im Moment. Zack. Ich sag ja schon, oh, sehr gut. Okay, also da müssen wir ein bisschen nachbauen dann gleich. Halleluja. Das Schlimme ist, das macht den Zombonis auch nichts aus mit den Wintermelonen. Das ist das Schlimme, ja. Ja, Jalapeno, Jalapeno, komm, Jalapeno. Und zack. Oh, oh. Ja, ich hab's gesehen gerade. Ah, oh, Diamant. Wie geil ist das denn? Ich hasse die wie die Pest, die Spasten. Diese babbischen Eisverkäufer, ey, ich hasse die. Ja, seht ihr das? Die cruisen einfach drüber wie die Berserker. Das ist einfach nur zum Kotzen. Die machen hier meine ganze Armee kaputt. Boah, das Schlimme ist, ich hab keine. Oh, meine Magnete sind alle weg. Nein. Aber trotzdem, das sieht doch gut aus im Moment. Ich kann mich immer nicht beschweren. Übel. Also nächste Runde müssen wir unbedingt aufs ans Wiederaufbauen gehen. Weil ihr seht ja, die Hälfte unserer Armada ist ja einfach weggeholzt worden. Ohne Gnade. Der frisst sich einfach durch, ey. Ich krieg halt mehr zu viel. Ey, unser Goldpilz ist ja auch weg. Geil! Die sind wirklich über die ganze vordere Front gemäht! Ich spreche gerade ab, das Einzige, was da steht, ist unser Stinkbursche. Ey, das glaube ich aber nicht. Geil! Saugeil einfach nur! Drecksteile, Alter, Drecksteile! Ich hasse die! So. Okay, wir haben es zwar mit Bungee-Zombies zu tun, aber einmal Zombies auch. Alter! So, die ganze vordere Front ist weggefräst. Auch nicht schlecht. Okay, das hier brauche ich. Katapult brauche ich. Ich brauche, Schimblatt habe ich ja noch.
Kürbis und Imitator-Kürbis auf alle Fälle. Dann brauchen wir auf jeden Fall wieder unsere Magnete. Die werden mir sehr heilig. Oh, nicht die Walnuss. Die werden mir sehr heilig, wenn wir die wieder hätten. Und die Stinkmorscheln, dass wir die wieder haben. Und natürlich auch unseren Knoblauch. So. Jetzt geht's um alles oder nichts. Alter. Ey. Hammerhart. So, perfekt. Der erste steht. Wunderbar. Durch die Schirmplätze ist halt der Vorteil, dass jetzt nichts weggenommen wird, ne, von unseren... Ja. Ja, ich hab vergessen, was ich sagen wollte, wie immer, Alter, aber passt. So. Ja, die Taktik fahren wir weiterhin. Die waren nämlich eben sehr gut gewesen mit den Stinkmorscheln. Oh, eine Pflanze für den Zen-Garten. Schön. Keine Zen-Pflanze, eine Pflanze für den Zen-Garten, Leute. Ich weiß, ich vertue mich immer wieder, aber passt. Ey, die Wintermelonen, die machen einen extrem guten Job da. Und zack. Perfekt, jetzt noch die Stinkmorschel da vorne hingeklatscht und dann sind wir fast wieder so weit. Wie am Anfang der letzten Runde. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Das ist, glaube ich, sogar die letzte Runde jetzt. Eine Flagge, zwei Flaggen, genau. Schade eigentlich. Perfekt. Oh, der Zeitungszombie mit seinem mächtigen Sudoku-Rätsel. Oi, böse. Hab ich schon mal Sudoku gespielt? Das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, was man macht. Es ist ja eigentlich nur logisches Denken, aber... so also manchmal... Ja. Ist ja wieder mal Sache, meinst du mir das nicht? So. Sehr gut. So, jetzt noch ein Kürbis hier unten. Genau, dann ist die vordere Front wieder abgedeckt. Wunderbar, sie fallen eine nach dem anderen. Nice. Jawoll. Ah, trotzdem unsere Stinkmorschel davon, die wird unser Stink. Nein, der Stinkpilz hat überlebt. Oh, toll. Find ich gut. Zack. No Zombie, get on my hand. Get on my hand. Geil. Da kommt mal wieder mein Dialekt zum Vorschein, wo ich habe, ne? Okay, den werden wir wahrscheinlich nicht retten können. Oder? Oh doch, den haben wir gerettet. Geil. Achtung! Boing! Das ist halt sehr wichtig hier oben, weil wenn du das nicht hast, ey, die klauen dir wirklich die Pflanzen unterm Arsch weg. Das ist unfassbar. Okay. Ja, wenn die blöden Pilze nicht so viel kosten würden durch die Kaffeebohne, die haben ja jedes Mal 75 Sonnen immer mehr. Das ist ein hoher Preis dafür, dass wir starke Pflanzen haben. So, wunderbar.
Cornerpult aktiviert Butterkräfte. Geil. Hast du sie noch alle? Unseren Goldpilz? Haha, direkt weggeklatscht. Geil. Ja, die Stinkmorschel ist Selbstmord. Das kannst du klar abhaken. Die hätte er aber beinahe mitgenommen, ey, der Sack. Perfekt. So. So, damit ist die Strategie vollständig. Fehlt jetzt nur noch ein Knoblauch. Dann können wir jetzt ganz geschickt mal zusehen, wie sie nach und nach das Verrecken kriegen. Achtung, Leute. Es sei denn, der kommt jetzt überall Bungee-Jumping-Zombies und die klauen uns einfach alles. Das wäre jetzt absolute Burner. Geil. Absolut geil. Ich meine, das Geräusch mache ich auch, wenn ich bestimmte Personen in meinem Leben sehe, wo ich privat kenne und die ich einfach nicht leiden kann und die noch potterhässlich sind dazu. Aber gut. Mach ich auch mehr. Innerlich. Aber gut. Nein, die klauen unser Knoblauch. Säcke, haben sie unseren Pilz geklaut. Und das war's, Leute. Damit haben wir erfolgreich die letzte Runde überstanden. Und haben die goldene Trophäe erstanden. Wir haben Adventure hinter uns gebracht, also die Story. Wir haben Rätsel geschafft und gelöst. Wir haben Minigames überlebt. Und wir haben jetzt im Prinzip den Überlebensmodus auch noch geschafft, Leute. Zu Recht, wir haben fast alles. Wow, du hast alle Trophäen gewonnen. Jetzt kannst du weiter Endlosspiele spielen. Und kümmere dich um deinen Zen-Garten. Das werden wir jetzt auch noch zum Abschluss machen. Aber wir haben noch einen einzigen Part jetzt noch vor uns, Leute. Einen einzigen Part. Und dieser Part besteht darin, im Überlebensmodus endlos so viele Flaggen wie möglich hinter uns zu bringen. Ich hoffe, dass ich dafür gut gewappnet bin. Und das wird ein sehr langer Part wahrscheinlich werden, je nachdem, wie gut es läuft. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf. Weil damit ist dann das Let's Play im Prinzip zum Abschluss gekommen. Und ich werde jetzt noch farmen, um alles noch zu holen. Natürlich offscreen, weil sonst haben wir wieder 300 Parts. Nur wo ich einfach irgendwas mache, nur Münzen zu generieren, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Der Abenteuermodus, den kann man zum zweiten Mal auch durchspielen, wenn man will. Muss man aber nicht unbedingt, weil die einzige Änderung im Abenteuermodus ist die, dass Deppy Dave im Prinzip deine Pflanzen... Oh, ein Knoblauch haben wir. Deine Pflanzen teilweise aussucht. Das ist halt das einzige im Abenteuermodus. Mehr ist es eigentlich nicht, also es ist im Prinzip dasselbe. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist der hier, unser Yeti-Zombie. Der ist ja selten. Und es gibt hier noch eine Pflanze, die wir noch kaufen müssen. So. Ach ja, und übrigens, hier oben kann man draufklicken, gell? Imitator. Ich erinnere mich an den Zombie-Krieg von 76, sagte Imitator mit brüchiger Rentnerstimme. Damals hatten wir nicht deine schicken Erbsenkanonen und japanische Jalapenos. Wir hatten nur Mumm und einen Löffel. Geil, ey. Okay. Den werde ich auch noch im letzten Part vorlesen, dann soweit. Ach, ist das schön, was Abenteuer einmal durchgespielt. Ach, ist das geil, Alter. Ach, ist das schön. So. Lieber Canyons, in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Part und im letzten Part von Let's Play Pflanzen vs. Zombies. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei, wenn wir gucken, dass wir im Überlebensmodus so viele Flaggen wie möglich durchjagen. Und ich freue mich auch schon auf euch. Das Spiel war lang, das Spiel war cool, das Spiel war gut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Canyons Supreme verabschiedet sich und ciao, ciao.